damit einen herzlichen schönen guten Abend, meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktube. Wir befinden uns mal wieder in den Niederlanden. Was denn auch sonst? Heute auch mal wieder im Toverland. Aber Toverland hat halt ganz viele Specials in der letzten Zeit. Zuletzt waren wir zum Toverland Fan Day hier gewesen, organisiert von der Toverland Fanside. Auch nochmal vielen Dank dafür. Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall dabei. Und dieses Mal sind wir aber heute abends angereist hier im Toverland. Und zwar ist es heute die Magic Member Night. Das heißt, Jahreskartenbesitzer haben die Möglichkeit, abends den Park zu besuchen, quasi nach Parkschluss, nach 18 Uhr. Und zwar um 19 Uhr den Park nochmal zu besuchen. Bis 23 Uhr geht das ganze Spektakel. Das heißt, man kann Achterbahn im Dunkeln fahren. Später gibt es noch eine Abschlussshow mit Laser. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Man hört auch schon, es ist Partystimmung hier in Port Laguna. Mega gut. Toverland macht geile Events, muss man mal sagen. Und ich bin heilfroh, die Jahreskarte gekauft zu haben. Wie gesagt, ich nutze hier voll aus. Wir sind fast jeden Monat ein, zwei Mal da, weil es eben so viel Entertainment hier gibt. Das ist mega gut. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch die anderen einsammeln und dann geht es tatsächlich los hier beim Toverland Magic Member Night. Ich weiß nicht, ob das öfter im Jahr passiert, aber ich glaube schon. Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall sind wir dieses Mal dabei und nehmen euch natürlich mit hier im Vlog von Parktube. Ich wünsche euch viel Spaß und heute mal ein anderes Bild aus Efteling. Ein sehr, Efteling wollte ich schon sagen, Alter, aus Toverland. Es wird auf jeden Fall sehr bunt werden, es wird sehr laut werden und auch Travelwind wird zum Beispiel mit Moving Heads ausgestattet und DJ-Mucke und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das Ganze heute sein wird. Auf jeden Fall bleibt dran, bleibt gespannt und los geht's hier im Toverland. Let's go! Der darf natürlich nicht fehlen. Der Typ mit der roten Mütze. Hallo! Bobby, Magic Member Night, was geht ab hier? Bass, 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 Bass. Wir brauchen Bass. Bass, ja. Bass, Bass. Wir haben Programm heute Abend. Ja, also viele habe ich schon so ein bisschen erwähnt. Was haben wir denn für ein Programm? Ah ja, jetzt kommen die richtigen Infos. Nichts Halbes, sondern nur Ganzes. Ja. So. Dann erzähl mal, was haben wir hier? Ritters Depart. Moment. Ritter zu Pferd. Also ja. ja, Ritter erobern Avalon. An diesem Abend wirst du in der Lage sein, ein Foto mit ihnen zu machen. Frage. Einem Ritter? Ja. Oh. Katari, Eingang Twervelwind. Die fröhlich tanzenden Kantaris sind zurück. Tanzen mit ihnen den Limbo. Tanzen und fahren und drehen. Das gibt's auch nur in den Niederlanden. Ja. Ja, wie man sieht, man hat auf jeden Fall Partystimmung hier auf dem Vorplatz des Toverlands. Personalisiere einen Wunderball. Ach ja, und Wunderball, was ist denn nochmal der Wunderball? Der Wunderball ist dieses Ball, ist quasi der Holzball für die Maximus Rollbahn. Rollbahn, ja. Kann man so sagen. Den kann man heute personalisieren lassen. Das heißt, eine Gravur reintun. Living Statue Poseidon. In Ithaka begegnest du der lebenden Statue Poseidon. Könntest du auch so lange stillstehen? Ja, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man dich so gut versteht hier in der lauten Mucke. Auf jeden Fall ist heute Ausnahmezustand hier im Toverland. Aber findet das nur heute statt? Mit diesem Programm auf jeden Fall, ja. Also nur heute quasi. Magic Member Night. Nur für Clubkarten. Die Clubkarte ist gestorben, glaub mir. Ja, auf jeden Fall haben wir alle ein Bändchen. So signalisieren wir den Mitarbeitern. Wir dürfen. So, auf jeden Fall, wir fangen jetzt an, den schönen Abend hier mal im Toverland.
und gehen erstmal unsere Bälle signieren lassen. Ja. Sehr gut. Doch bevor wir die Bälle signieren lassen, wollen wir uns erstmal ein paar Cocktails hier gönnen. Gucken wir mal. Du bist auch dabei. Ja. Ja, die Cocktails sind auf jeden Fall am Start. Ja, Elena ist auch natürlich wieder am Start. Immer. Hier riecht man aber mega den Duft. Der Willi ist am Start. Ja, ja. Wie immer, der Willi ist auch dabei. Ja, und die anderen Pappenheimer sind auch noch da. Mega gut. Erstmal trinken, dann weiter. Olli! Also Thorhan, muss ich mal echt sagen, Alter, was wollt ihr mit uns anstellen heute noch? Da ist ein bisschen Saft drin und der Rest ist Alkohol. Ja, aber auf jeden Fall, es ist ein anderes Land, andere Sitten. Ja, hier hast du direkt einen Sitzen. So, ja, die Partystimmung steigt, die Q-Line für die Cocktails steigt ebenfalls. Und ja, wir genießen jetzt erstmal ein Ründchen Cocktail schlürfen und danach gehen wir uns die Bälle signieren beim Zoverland Signierfest, keine Ahnung. So, wie gesagt, heute hier und da mal kurz Halt machen und uns die Ecken im Dunkeln anschauen und wie das Ganze hier im Dunkeln erstrahlen wird. Wie bunt wird es heute im Zoverland? Ich glaube ja. Na Willi, hat dein Cocktail gut geschmeckt? Oh, lecker. Lecker, lecker. Was hattest du? Ein Merlins Mango. Merlins Mango? Was ja, ist denn da so drin? Du, da darfst du mich jetzt nicht fragen. Jetzt ich weiß nur, was das da schmeckt. Jetzt habe ich dich überfragt. Da hast du mich absolut überfragt, ja. Ja, nee, aber auf jeden Fall, meine hat echt reingekickt. Ich merke tatsächlich was. Ja, und war schön. Die Leute haben jetzt die tolle Idee, Travelwind zu fahren, Marktprodukt. Ja. Mehr Umdrehung. Mehr Umdrehung, ja. Der Willi weiß Bescheid. Ja gut, dann machen wir jetzt schon mal in der Abenddämmerung quasi eine Fahrt und später auch noch im Dunkeln natürlich, ne? Disco! Oh, Disco Travelwind. Ja. Aber auf jeden Fall erstmal ein bisschen Sonnenschein am Horizont und dann fahren wir ein Ründchen mit Travelwind. Ich bin am scheiß Baum hängen geblieben. Ich kann das nicht mehr. Ich bin am scheiß Baum hängen geblieben. Mit der Kamera. Aber Mama. Special Effect, ja. Hey, mega gut, mega geil. Aber jetzt so die Frage, ist das die erste Magic Member Night? Für mich? Oder, nee, nein, generell nein, im nicht Park? Nein. War das für das Midsommerabend-Festival? Haben Sie das vielleicht geändert? Nein, auch nicht. Auch nicht. Weil die Midsommerabende waren mehrfach. Ja. Die Magic Member Night ist einmalig im Jahr für Jahresgarten. Immer schon. Ja. Wusste ich gar nicht. Jetzt wusste ich es aber. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Und hast du Spaß soweit? Ja. Gut. Hey, ja. Thank you.
Wow! Was ist das? Warte mal, bis der Beat kommt. Der kommt schon die ganze Zeit. Regenbogen! Oh, scheiße, ich zieh mich schon auf. Bitte. Sind wir jetzt beim deutschen Karneval? Der Wilde ist bereit. Und hat Bock. Hast du Bock, Willi? Hey! Woo! Travel Wind! Magic Member Night! Hey! Oh, aber Imascore bleibt aus heute. Ja. Ah, guten Tag. Ja. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Gute Besserung. So, alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. So, Fabi. Magic Member Night 2022. Gönnen wir uns jetzt ein bisschen Mack-Action. Oh, fuck, oh, fuck. Oh. Geht ja gut los. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Oh. Wir haben hier wirklich die Bahn. Wow! Wow! Alter! Ich kann das nicht mehr! Was war das denn gerade? Alter! Ich kann nicht mehr! Alter! Okay, das war. Das war. Endphase. Oh mein Gott. Willi. Oh, Willi ist weggeflogen. Travel Wind, Alter. Oh. Das ist nicht mehr normal gerade gewesen. Ich wiederhole, wir haben vorher noch einen Cocktail getrunken, ja? Boah. Scheiße. Ja, die spürt gar nichts mehr, die kleine Bunte. Was ist hier los? Hast du nichts gemerkt oder was? Das hat sich mega geil gedreht. Ja. Ich hab da gar nichts mehr gespürt. Das war nur hui, 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 hui. Hast du überhaupt noch was gesehen? Ja. Nee. Ich auch nicht. Alles verschwommen, Alter. Den will ich kurz und dann nichts mehr. So, warum ist hier eine Menschentraube? Was passiert hier? Limbo. Limbo? Laura. Nee. Laura, can you go? Weiß ich nicht. Kriegsbemalung. Kobalanzzeichen kriegst du signiert. Ey, die Fahrt war krass. Hat man die? Kann das nicht mehr. Muss beim BH öffnen. Das war so krass. Wir haben nichts mehr gesehen. Wir haben noch den Willi zwischen euch winken gesehen. Ne? Das war richtig gut. Das hat so Spaß gemacht. Unfassbar. Mega gut. Aber die Fahrt ging echt ab, Alter. Ja. Leco mio, ey. Ui, ui. Marco. Come on, 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 come on
mega gut, was hier abgeht gerade. Mega gut. Feier ich sowas. Können viele Parts sich ein Beispiel nehmen, wirklich. Ganz viele. So, jetzt sind wir quasi als ganz dezente kleine Gruppe unterwegs. Wir sind echt ein Paar geworden. Eigentlich bin ich nie ein Fan gewesen von Riesengruppen, aber gut, Gruppenzwang hat wieder die Überhand genommen. Und ja, jetzt auf dem B&M-Produkt Phoenix. Ich glaube, das wird eine sehr laute Runde werden. Also das schon mal als Entschuldigung. Und mehr Geschäftskunden. Alter. Aber das ist mega gut. Heute. Aber du hast nicht so viele Farben wie meine Frau. Nee, ich wollte das nicht, weil ich nicht so cool bin. Nein. Ach so, das, ja, stimmt. Ja, sieht man ja. Ach so. Drei Hotels, ne? Dann klettern wir mal nach oben. Und fliegen Ründchen auf den Flügeln von dem Wing Coaster. Ja. Phoenix. Spirello! Wo? Wo ist Spirello? Ja, Willi, schon wieder hier, wa? Wie, schon wieder hier? Schon wieder hier. In der Höhle von Phoenix. Ich sehe nichts mehr. Ja, hier. Schön hier durchzulaufen. Ja. Ach, hier kommt direkt der Dorfgeschäft durch. Wir sind echt eine riesen Gruppe geworden. Kacke. Aber gut. Passiert.
deine Aufmerksamkeit, oder? Ja. Ja, hast du. So, was machen wir jetzt? Wir gehen, keine Ahnung, Pferde gucken in Avalon. Pferde? Ich habe irgendwas von Pferde gehört. Ach so, okay, krass. Ja, hier sind ja auch überall immer diese Hufspuren, also... Stimmt, muss ja langsam auch mal was zu sehen sein. Ja. Weil ein Pferd ist groß, ganz schnell so viel verstecken. Nee. Habt ihr eigentlich schon... Direkt auf 12 Uhr. Bitte? Haben wir die Pferdchen. Guck mal, ein weißes und ein schwarzes. Kannst du streicheln. So wie unsere letzte Streichelerfahrung im Europapark. Hast du jetzt Toverland-Pferde? Nein. Ja, ich hab Abstrücke. Ja. Nee, jetzt hat keinen Bock mehr. Aber es kann ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja, goed uitborstelen, die vlek te doen, dan wassen op de tijd. Geen genoeg anti-klit gebruiken, dan strek je alles uit. Kom met een maatje aan. Nee. Kom met het ook aan. De next. Wat is dit een tinker? Ja, dit is een tinker. Nee, het is een Spaanse. Wat is dit voor ogen? Dit is een, dit is ook een Spaanse. Aber da nochmal, um einen Park anzuspielen, der sich in Brühl befindet, dass man mit Jahreskarten kein Geld verdienen würde. Guckt euch mal um, Leute. Ja? Das alles, alle Menschen, die hier rumlaufen, sind Jahreskartenbesitzer. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Alles gut? Alles gut. Okay, viel Spaß noch zusammen. Danke. Ne? Tschüss. Member, ja, ne? Ja, ja. The Member Night, ja. Sehr gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, gute Tschüss. Siehst du, das meine ich damit. Und der Park ist relativ gut gefüllt und das sind alles wirklich nur Jahreskartenbesitzer. Magic Members. Und ja, Herr Löffelhardt, bitteschön. Guck mal. Ist gar kein Problem. Das funktioniert. Man muss nur wissen, wie es geht. So, wir machen jetzt unseren Weg Richtung Troy Area und fahren natürlich eine Runde Troy. Oh, Boosterbikes müssen wir heute auch noch machen. War ich auch schon lange nicht mehr drauf gewesen. Oder? Boosterbike muss auch mal sein wieder. Kommt ja auf die Wartezeit an. Ja, guck dich mal um, Willi. Ich glaube, da ist nicht viel los. Also für die Verhältnisse. So, Troy am Abend und später dann in der Nacht. Hat der Marco schon gesagt? Ja, aber mit dem Mann, oder? Ja, mit dem Mann. Ja, ich wollte vorher noch gehen, aber dann war ich das schon. Ja,
Abenddämmerung bricht schön an hier im Tourai-Bereich. So, Fabi und ich mal wieder erste Reihe. Ist ja was ganz Neues. Fangen wir die ganzen Fliegen ab für unsere Mitfahrer. Aber ja, diese großen Gruppen, ne? Ja. Unfassbar. Aber also, es ist eine sympathische Gruppe. Es ist eine sympathische Gruppe, aber es geht immer dieses, es geht um dieses, wir kommen nicht vom Fleck. Nee, es ist halt so. Jedes Mal. Jeder kennt dann wieder jeden, weiß, da wird hier gequatscht, da gequatscht. Dann machen wir auf Bisse, da muss kacken. Ja, ist so. Dann muss saufen. Der andere muss rauchen. Und wir stehen und drehen. Ja. Nee, aber wir machen jetzt die First Row Runde für euch. Auf einem warm gefahrenen GCI-Produkt. Ja. Und ja, da bin ich gespannt heute auch noch auf die Abschlussshow. Ja, das hype mich, glaube ich, am meisten. Weil den Rest des Parks kennt man ja so. Gut, dann jetzt eine Runde Troy. Ja. Und danach gucken wir, wie bunt der Park erstrahlen wird. Ja, das ist ja was ganz Neues. Das haben wir hier ja noch gar nicht gesehen. Laser. Hier, ja. Im Toverland tatsächlich nicht. Genau. Laser habe ich hier nicht gesehen, nur Feuerwerk. Aber ja, es wurde uns schon erklärt, warum kein Feuerwerk. Genau. Weil Vögel sich hier die Nester bauen. Und die würde man sonst wegschießen. Ja, wahrscheinlich. Gegebenenfalls. Ja, ja, ja. Aber so wurde uns das quasi gesagt. Und im Herbst, also zu Halloween, gibt es dann wieder ordentlich Feuerwerk. War auch nicht garantiert, hat er gesagt. Ja, sehen wir. Je nachdem. So, was da hinten los. Eine Runde Troy fürs Raw. Let's go. Wird doch nicht First Row, wird Second Row. Aber egal, kriegen wir hin. So, Fabi, zweite Reihe. Aber wir haben trotzdem freie Sicht quasi. Ja. Oh. Aua. Ja, passiert öfter. So, hey, 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 hey. Holz toll geschnitten. Wird jetzt von uns geritten. Juhu! Im wahrsten Sinne. Hey! GCI-Produkt! Fressatmung! Hier braucht ihr nicht. Hier braucht ihr. Hey! Oh, boah, 24-Stunden-Challenge, boah. Boah, irgendwann spürst du doch nichts mehr, Alter. Ja, Troy, mega gut. Nee, macht Spaß. Es war, ist warm gefahren. GCI. GCI-Produkte finde ich so ganz toll. Jeden Abend machen sie meinen Ghost-Account voll. Mein Adrenalin, ich wollte irgendwas mit Adrenalin. Egal. Wie war's? Sehr gut. Ja. Warmfall. Auf jeden Fall auch mega schön mit der Sonne im Hintergrund, wie die untergeht. Und ja.
GCI Holz toll geschnitten, wird von uns schön gerieten. So, jetzt, was machen wir jetzt? Ich will mir tatsächlich auch noch den neuen Bereich von Expedition Zorg angucken am Abend. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Und gucken, wie die Beleuchtung so am Abend wirkt. Und dann will ich auch auf jeden Fall... Oh, meine Stimme geht weg, nicht gut. Ja. Und dann will ich tatsächlich auch noch eine Runde Booster Bikes fahren. Ja! Und dann ist es, glaube ich, auch schon Zeit für die Abschlussshow. Ungefähr eine halbe Stunde noch. Und dann müssen wir tatsächlich rüber. Deswegen machen wir jetzt weiter im Text. Ja, ist aber nein. So, dann sind wir jetzt im neu gestalteten Bereich von Expedition Zorg. Und zwar in der, ja, es ist nicht ganz die Night Time, aber es ist so Abenddämmerung Time. Und die Kamera macht es tatsächlich ein bisschen heller, als es sonst ist gerade. Hey, warum läufst du weg? Es hat nicht gelaufen. Doch. Naja. Doch, doch. Ja. Ich glaube, wir gehen mal da lang. Das ist ein neues Wasserspiel, das muss ich mir angucken. Das gab es nämlich noch nicht beim letzten Besuch, lieber Fabius. Die waren woanders. Bitte? Die waren woanders. Was denn? Die Wasserspiele, die waren da hier. Nee, die gab es noch gar nicht. Die, ja. Echt? Weil das haben sie jetzt neu gebaut. Es kamen tatsächlich noch ein paar kleine Updates dazu. So, die Brücke ist quasi neu. Oh. Ja, warum ist das hier so nass? Ah, okay, das... Ah, so, okay, verstehe. Hier sind die Fontänen. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht an. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht an. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht an. Tatsache. Sehr gut. Kommen Sie. Hm? Tatsächlich jetzt neu hier, ne? Mit dem Holzgestell. Ja. Sieht ganz gut aus. Boah, da bist du ja blind, wenn du hier stehst. Gefällt mir bis jetzt. Ja. Komm, wir gehen mal die Kegelbahn hoch. Oh. Boah, jetzt geht's aber richtig auf. Andi, geh mal durch. Nö, danke. Aber guck mal, die sind immer noch nicht fertig. Hier geht's immer weiter, immer weiter. Ich finde das mega nice. So, genau, wir wollten ja jetzt hier mal hochgehen, um den ganzen Bereich von oben zu beobachten. Boah, ist das schön. Das ist mega schön, das Bild. Huch. Und der Fabio und ich hatten tatsächlich recht, dass da über der Einfahrt von Expedition Zorg in die Halle tatsächlich dann eine Figur oder ein Animatronic hingestellt wird. Ich weiß jetzt nicht, was er macht, ob er sich bewegt, ob der irgendwie Wasser spuckt oder so. Das kann ich jetzt nicht fest... Doch, jetzt sehe ich es tatsächlich. Der spuckt Wasser. Ja. Hatte der Fabio nicht recht gehabt. Ja gut. Oh, ich mag die Abenddämmerung gerade mega. Fabi, aber wir hatten recht, ne, wo wir hier diesen Place mal expediziert haben, dass da tatsächlich ein Animatronic hinkommt. Und, was soll ich sagen? Es ist da.
Aber da sehe ich noch ein bisschen wenig Licht hier, ne? Ja, doch, doch, doch. Das ist halt nur ja, diese Straßenbeleuchtung, hier, Straßenlaternen so. Die ganzen Lichter, die man hier so sieht, die sind gar nicht ja, an. Die bunten. Wo sind die ganzen Lichter? Die sind nämlich da. Die sind da, aber nicht an, ja. Meinst du, das kommt noch später? Das weiß ich. Also uhrzeittechnisch. Aber ja, der Animatronic, der spritzt so ein bisschen Wasser aus dem Horn und bewegt sich so hin und her. Mega schön. Ja, das ist die Q-Line, um seinen, ja, seinen Ball anbrennen zu lassen. Ja, nee, echt nicht. Das ist echt eine sehr lange Q-Line. Das, was die hier machen, können wir auch tatsächlich zu Hause machen. Wir haben einen Lötkolben und stechen da per Punkt und Punkt und Punkt den gewünschten Namen rein und das Motiv. So, jetzt muss ich mich wieder durchquetschen. So. Jetzt wollen wir tatsächlich gucken, ob wir mit Boosterbikes fahren können. Die letzte Fahrt für heute. Der Willi ist immer noch oben stecken geblieben. Willi! Nee, aber wie gesagt, bis auf die Straßenlaternen hast du hier nicht viel Beleuchtung. Aber gut, es ist auf jeden Fall stimmig. Das auf jeden Fall. Ja, von daher eigentlich okay. So, dann gucken wir mal, was bei Boosterbikes abgeht. Ist gar nicht so viel los, deswegen betreten wir jetzt diesen wunderschönen, naja, wunderschönen hin oder her Coaster. So, einmal Wekoma bitte. Am Abend. Boosterbikes, waren schon lange nicht mehr, ne? Der einzige Lounge Coaster im Toverland. Noch. Noch leer der Platz. Hey, oh. Oh, Drive-In sieht schon geil aus. Da müssen wir gleich auf jeden Fall vorbei spazieren. Boah, sieht mega fett aus. Das sieht gerade mega schön aus. Das ist es. Es wird gerade dunkel und jetzt kommt alles auf einmal und dann schaffst du nicht alles. Das ist echt ein Problem. Ja. Hätten sie bis 12 gemacht, ja, hättest du tatsächlich mehr, ja, sag ich mal, Auswahl an Produkten im Dunkeln. Vor allem hätte ich dann Gravel mitmachen können noch. Ja. Tatsächlich hätten wir das noch machen können, ja. Aber wir wollen halt die Lasershow sehen. Ja, das kommt jetzt die Lasershow, jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Das ist echt ein Problem. Wir haben tatsächlich ganz viele Sachen gar nicht gemacht, aber geschafft. Ja. Ne, also entertainmentmäßig und so. Ja. Warte mal. So, dann gucken wir uns jetzt hier mal an. Das sieht cool aus. Das sieht so gut aus. Ich glaube, die Fahrt wäre echt mega cool gewesen. Aber wir haben kacke noch mal keine Zeit. Mann! Mano, 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 mano. Oh,
aktuell auf dem Weg zu Port Laguna uns die Abschlussshow anschauen, die in genau 10 Minuten stattfinden wird. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Toverland da wieder raushält. Lasershow. Ich bin voll gespannt, Alter. Weil Laser können das schon. Die können echt gutes Licht. Sehr klares Licht. Sehr, sehr buntes Licht. Viele verschiedene Farben. Ach ja. Die einzige vernünftige Lasershow, die ich bisher gesehen habe, war die im Holiday Park. Hallo. Oh, oh, oh. Dazu mal. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir. Ich glaube, ich habe dir schon mal Bilder gezeigt, ne? Ja, aber. Im Aquastadion halt. Ja. So halt noch so 1900. Keine Ahnung. 1995, 2000. Mhm. Da war die Technik halt noch nicht so weit wie jetzt. Nee. Und das damals war schon cool. Da konnte man auch schon so Achterbahnen projizieren und so. Ja. Das war schon spooky. Ja, was heute so schon möglich ist, das ist schon krass. Ja. Mit was weiß ich, wie viele tausend Bewegungen pro Sekunde. Ja. Ich sag, wir waren ja letztens auf der Messe. Bei Pro Light und Sound und da haben sie gezeigt, was die Dinger können. Ja, das denke ich, werde ich machen. Ja. Nee, auf jeden Fall. Jetzt sind wir am Port Laguna und dann warten wir jetzt auf die Show. Ich hoffe, das Video wird nicht geclaimed, Alter. So viel GEMA-Muck heute. Echt ein Problem für YouTuber. Echt ein Problem, ja. True magic lives inside all of us. Inside ordinary people that make brave and loving choices every day. Believe in yourself. Your wings already exist. All you have to do is fly. So let's count down together and discover your own magic. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
So, wir sind am Ende des Tages angekommen hier im Toverland bei Magic Member Night. So. Ja, jetzt gerade gab es noch ein bisschen Abschluss Lasershow, kein Feuerwerk, Lasershow mit ein bisschen Feuer. Und ich halte mich mal kurz, damit die anderen wieder reden können. Es war semi. Ja, also ich finde, man könnte mit der heutigen Technik, so wie der Fabio und ich gerade darüber erzählt haben, ein bisschen mehr raushauen. Aber ja, gut, es ist halt. Es ist eine Magic Member Night, es ist extra für Jahreskartenbesitzer und wie man sieht, schätzt man die Jahreskartenbesitzer weltweit, bis auf einen Park. So, aber auf jeden Fall, das war quasi die Magic Member Night. Es war eine schöne Erfahrung, es ist immer wieder schön Sommer. Abend hier zu verbringen. Tatsächlich ist es nicht so warm, wie es gerade aussieht. Es ist ein bisschen kühler geworden, aber es ist auch nicht zu kühl. Von daher gar kein Problem. Aber ihr seht es ja selber. Abends im Freizeitpark rumlaufen mit der heutigen Lichttechnik. Mega schön, mega angenehm fürs Auge. So, ich gebe mal weiter. Wer will freiwillig? Wer fängt an? Hallo. Also, wie immer, toll, toller Tag, toller Park. Ganz, ganz viele Menschen. Was? Ach ja, stimmt ja. Ja, ja, ganz, ganz viele Menschen. Hat Grüße gehen raus, ne? Grüße an jeden auf jeden Fall. Viele Aktionen, in jedem Bereich war irgendwas, was man hier erleben konnte. Hat super viel Spaß gemacht. Troy ist abends richtig gerannt. Ja, wir haben uns schminken lassen. Die sehen richtig cool aus, ne? Ja. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, Lasershow war. Ja, war okay. Was ich schade fand, 22.58 Uhr vor 23 Uhr. Die Veranstaltung geht bis 23 Uhr. Wir stehen am Cocktailstand, die Leute sehen uns und die machen vor unserer Nase die Rolle runter. Nichts zu saufen für Elena. Schade. Also wirklich. Mit zwei Minuten vorher, ich würde nicht zittrig sein, aber es hätte muss ein bisschen auflassen können, muss für nicht sein. Ausklingen lassen. Genau, weil alle Leute, die Lasershows beendet und in dem Moment wird alles dicht gemacht. Finde ich blöd. Schade Schokolade, das kann das Toverland eigentlich besser. Sonst super toller Tag. Ja. Ich fand's super. Die bunte Kleine immer, weißt du? Der Flummi. Ja, doch, also Stimmung war mega gut. Travelwind mit Disco-Mucke, Alter. Ja, hätten wir gerne mitgenommen, also, ne? Ja. Ja, das ist halt was ich jetzt schade finde, ist, man hatte eigentlich so viele Sachen, die man machen kann und wir haben vielleicht nicht mal die Hälfte geschafft tatsächlich, ja, so auch entertainmentmäßig und so, mit einer Stunde länger, also bis 24 Uhr, vielleicht besser machbar, ja. Mhm, ja. Lasershow, gut, war cool, aber das geht besser. Also man kann das besser. Die Einstellung hat, glaube ich, nicht so gestimmt, weil alle ja unten stehen. Ja, ich glaube, aus einem anderen Blickwinkel hätte das auch anders ausgesehen. Es war auch nicht ganz dunkel. Nee, das ist halt deswegen das Nächste. Deswegen das mit der 24-Uhr-Öffnung. Also, weil wir so, ja, wir wollen Travelwind im Dunkeln machen. Ich so, nee, wir machen das jetzt, weil ich dachte mir schon, dass wir das gar nicht im Dunkeln fahren können, ja. Weil es dann noch gar nicht dunkel ist. Ja, es ist, war gerade am Dämmern, als die Lasershow angefangen hat, so, ne? Also, deswegen 24 Uhr im Sommer wäre schon besser. Ja. Ja. Ja, nach der Erkenntnis, wenn man die Show gesehen hat, sagt man jetzt, ja, wären wir doch lieber Travelwind gefahren. Ja, tatsächlich. Ja, weil das war jetzt das Einzige, was du noch im Dunkeln hättest dann machen können, ne? So, dann gab es eine coole Fontänenshow. Mhm. Die hatten man uns jetzt auch nur so beim Vorbeigehen gesehen. Ne? Es gab ganz viele Sachen, dann in der Halle war noch ganz viel los, haben wir gar nichts mitbekommen. In der Halle waren wir gar nicht. Ne? Ja. Nee. Also das fand ich halt ein bisschen schade, aber alles in allem hatte ich voll mega gute Stimmung. Mhm. Wie immer, ja. Wie wir alle ja. Zusammen sind. Die Mucke halt, wie gesagt, also ich war die ganze Zeit. Du kannst dann auch nicht ruhig halten. Also doch, war cool. Du bist halt der Flummi, der Truppe. Ja. Und Troy natürlich, wie immer mein Favorite, ging ja. Richtig geil ab. Also richtig, ja. Voll gut. Ja. Die Technik baut schon ab gerade. Und mit ganz vielen Leuten unterwegs. Ja, das war für mich mal eine relativ neue Erfahrung. Für dich eine relativ neue. Ich, ja. Wie gesagt, ich habe da überhaupt gegen niemanden irgendwas, aber diese großen Gruppen, ja. Ja, also es ist halt von immer früher, schwierig, dass man alle gleichzeitig gebändigt bekommt. Ja. Kriegst du nicht. Ja. Aber ich fand's ganz cool, war sehr schön, auch wieder viele neue Leute kennengelernt. Ja. Ja. Also, ich mag das. Sehr gut. Ja, also, wenn man nichts halt nichts Negatives. Nö, also mir hat jetzt nichts schlecht aufgeschoben. Bis halt, ne, ich hätte gerne eine Stunde länger gehabt, um mehr machen zu können. Genau. Aber sonst war alles super. Okay, danke sehr.
So, dann noch ihr beide. Heute mal als Duo. Als Duo. Ja, ja, als Duo. Weil der Batteriebalken schon anfängt zu bluten. Okay. Wer fängt an? Ja, also fang ich. Ich brauche nicht lange. Alter, ja, vor Schönheit. Ja, also meistens eigentlich also schon gesagt worden. Es war auf jeden Fall ein herrlicher Abend gewesen. Es wurde sehr viel wieder geboten. Mhm. Das Problem war wirklich nur die vielen Leute, die man so unterwegs trifft. Ja. Die halten einen immer auf. Das ist leider so. Aber es ist einfach klasse. Sag mal, so einen Mob kannst du nie zusammenhalten. Nein. Aber man läuft keine 50 Meter, dann trifft man schon wieder den Nächsten. Das ich weiß auch, im Phantasien war das mal so extrem. Wir waren, glaube ich, knapp 80 Leute. Das ist echt irgendwie. Du bist von einem, also von einem A bis B, ja, ja, geschlichen bist du, geschlichen. Und dann ist das los und dann passiert dies und ja, dann muss der auf Klo. Ja, also wie gesagt, wenn, dann muss man halt nichts fahren, nur einfach nur ein bisschen chillen. So, ja, dann ist ja okay. Aber egal, ja. Es ist einfach klasse, so viele bekannte Gesichter hier zu sehen. Ja, so. Ja, das ist toll. Ja, das, genau, ist das mag ich auch sehr. Das ist eigentlich das Highlight, muss ich schon mal sagen, von so einem Fest. Aber man muss sich halt auch mal trennen können, wo man dann sagt, okay, wir machen jetzt das und dann treffen wir uns einfach später. Genau. Das ist ganz, ja. Das funktioniert normal. Eigentlich ganz ja, gut. Ja, das ist ganz normal. Wir sind, also, die Gruppe, die wir jetzt hier haben, wie viel waren wir etwa? 20, 25? Knapp 30 ja. Bestimmt, ja. Ja, und jeder hat dann so, da hat man sich immer wieder zusammengefunden und das ist auch gut. Ja, aber das ist ja heute die Magic Member Night. Genau. Das sind die Magic Members. Ja. Ja, ein geschlossener Club. Zum Event selbst kann ich eigentlich auch nichts Negatives sagen. Nee. Ja? Warte mal. Ich berechne mich dahin. Ja. FSK 18. Klar. Lasershow? Lasershow war natürlich. Es wäre mehr gegangen. Aber mit dem Hintergrund, dass es vielleicht doch nur ein Provisorium bleibt, lassen wir das einfach mal so stehen. Aber das war auch nur heute, ne? Die Magic Member Night. Die waren auch heute. Nur heute. Ja, ja, diesmal haben sie nur eine gemacht. Dafür ist es okay. Ist, ja. Um einfach mal den Jahreskartenbesitzern Danke zu sagen, finde ich das schon mega schön. Ja, auf jeden Fall. Genau. War eine tolle Show. Das Problem war nur gewesen, der Nebel hat sich nicht genug verteilt. Nee, der war so klumpenartig ja, hier vorne. Ja, an einer Stelle gewesen. Das war wahrscheinlich nicht so tatsächlich optimal. Auch ein bisschen zu kalt. Zu kalt und sehr wahrscheinlich der Wind. Kein Wind kommt ja auch noch dazu. Ne? Ja. Kein Wind und zu kalt. Optimale Klumpenbildung. Das wäre jetzt geil für Halloween gewesen. Ja. So dichter Nebel auf einem. Ja, für Halloween perfekt. Ja. So. Ja dann, auch nichts zu meckern. Nö. Nein, wenn's ein Provisorium ist. Fall. Gas leer, fahren, bitte. Genau. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die anderen sind schon weggelaufen, warum auch immer. Lächeln und winken! Vielen Dank fürs Zuschauen, Lächeln und winken nicht vergessen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video hier auf Parktube. Wir sehen uns dann bald wieder, vielleicht in einem anderen Vlog aus einem Freizeitpark. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!